So, und das ist immer wieder schön, dass er dabei ist bei der neuen Folge Mass Effect 2. Wir sind so weit, dass wir jetzt mal wieder ein Folgequest machen. Wir sollen die Belüftung wieder einstellen, die Umwelttechnik, keine Ahnung. Wo geht's hin? Leute, wo geht's hin? Da lang. Da lang? Ach, da war zu, ne? Und jetzt dürfte da. Ja, ja, ja. Oder? Ist es das? Na, und du so? Diese Klinik ist eine Zuflucht. Alles klar. Wenn sie Ärger machen wollen, gehen sie besser. Ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. Ich gehe ja schon weiter. Ah, das sind so schön. Kann man eigentlich schleichen? Aber sicher. Ey, zieh dich aufeinander. Spiel ist gut. Ach, jetzt hakelt das wieder so rum und jetzt ist die Farbe wieder so komisch. Ich weiß nicht, was mit diesen Launcher-Dings ist. Irgendwas, keine Ahnung. Okay, da sind sie auf jeden Fall unterwegs, ne? Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Verstanden. Aufpassen. Gehe in Deckung. Einer weniger. So. Jetzt komm. Erwischt. Siehst du? Ist doch gar nicht so verkehrt, die ein bisschen taktisch hinzustellen. Und los geht's. Hoffentlich explodiert es nicht. So richtig gute Deckung ist es nicht, ne? Die erwischen mich. Oh. Ja. Ja. Und gleichzeitig das? Nein, geht nicht. Meine Schilde sind unten. Da können wir doch was dagegen machen. Wir haben doch so einen Gas-Shit-Verstärker. Wieso gibt es hier keine Granaten? Damit Kacke. Ah! Oh! Das ist jetzt blöd. Ja doch, wir nehmen mal die. Nein, lauf! Lauf! Geht doch weiter. Raketenwerfer. Ich hab's. Ja, räume Betäubungsschuss ab. Greife Ziel an. Ist jetzt tot endlich mal? Und ist noch einer. Kommt er nicht her, ja? Dann wähle ich mal in Ruhe mein Zeugs aus. Einmal das. Okay, du bist nicht übersetzt. Und du hast einen Fremdsprachenkurs erhalten. Was? Ich bin dabei. So. Siehst du, wir sind schon ein bisschen. Wir sind doch jetzt schon ein bisschen ein Team geworden. Wir alle, würde ich jetzt sagen. So, sind die eigentlich nachgeladen dann? Nee, ne? Okay, dann müssen wir kurz mal durchladen. Aber was Explosives, das habe ich zwar gesehen, aber nicht genutzt. Das ist nachgeladen. Das ist auch jetzt nachgeladen. Oh! Gehe Richtung Deckung! Alles klar. Wie, ja, ja. Schieße jetzt! Dann nehmen wir doch mal wieder so das. Wie sieht es denn aus mit Andrea Lee? So, der liegt. Der lebt nur. Da ins Knie. Nur 10 Schuss ist halt echt immer bitter, ne? So, Leute, lasst mich doch mal ganz kurz einmal schauen, was hier los ist. Das Coole ist eigentlich bei dem System, dass man durch die Thermomagazine eigentlich für fast alle Waffen, immer Patronen hat. Oder? Weil das, sind 24 Schuss, warte mal. Bevor ich jetzt verfalsche, sag nee. Ach, weil es die speziellere ist, oder? Die haben wir ja gewechselt. Na gut. Aber grundsätzlich gibt es Waffenkategorien, die alle die gleiche Munition nehmen.
Und da kann man, wenn man. Ja, sind wahrscheinlich die besten Waffen dann, aber dann hätte man wahrscheinlich. Da kann man rumballern. Also wenn man nicht ziehen kann, dann könnte man sagen, okay, ich nehme halt jetzt immer die gleiche Waffe. Die Waffen mit den gleichen Patronen. Thermomagazin. Oder? Ja, so habe ich es jetzt verstanden. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Frage. So, oh, das muss uns jetzt nochmal vornehmen. Hier das, glaube ich, ja. Moment, dann das. Und dann, so ein bisschen schräg. Hier, das da. Mega Man. Sehr schön. Eintraut. Ist das viel? Wir bekommen immer so viel Credits draufgehauen. Da. Das? Komm nicht hin, dahin. Komm nicht rüber. Heißt das, man kommt auch gleichzeitig. Nee, okay. Man bekommt die. Ja, die Tür geht auf und gleichzeitig Credits. Nee. Eieiei. Wir hatten das alles einspielen müssen, die Huster, die ganze Zeit. Okay. Feind im Anmarsch! Ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger loslassen. Das löst normalerweise die. Achtung! Keine Bewegung. Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Wenn Sie abdrücken, verschaffe ich Ihnen zum Atmen ein neues Loch im Kopf. Lassen Sie ihn gehen, dann können Sie abziehen. Oh Gott. Sie halten Batterianer wohl für beschränkt. Was sollte Sie davon abhalten, uns umzulegen, wenn wir ihn gehen lassen? Lassen Sie ihn leben, dürfen Sie abziehen. Erledigen Sie ihn, mache ich mit Ihnen das Gleiche. Hat er eigentlich nur nochmal das Gleiche gesagt. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Wir hatten einen Deal. Rechtschaffen. Wir sind korrekt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wir sind jetzt mal korrekt, ich weiß nicht. Ich dachte wirklich, das gut war. Es wäre um mich geschehen. Hat Morden Sie auf die Suche nach mir geschickt? Es ist zu gefährlich hier draußen. Gehen Sie zurück und helfen Sie dem Professor bei seinen Patienten. Nicht darauf eingehen, einfach. In Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Strikt das sagen, was man will. Mal. Ich schulde Ihnen, naja, alles. Ja, schön rot getaucht. Oh, die Blume ist umgefallen. Ich habe was gemerkt, Leute. Ich glaube, die Dialoge, die sind Szenen. Das sind gar nicht so leise. Dann machen wir es ja mal auf so. Ein bisschen, ne? Ich würde es jetzt mal so lassen. So, das brauchen wir ja wieder nicht, aber 100 Credits sind wir natürlich mit. Nee, lassen wir so. Pistole finde ich gerade gut. Bin eher jemand, der gerne trifft, anstatt viel zu ballern. Und die andere, die diese Schienengewehrartige, die ist ja nicht so. Feinde vor uns. Ach, jetzt geht's wieder los. Oh. Oh. Dann macht sie fertig. Oh. Nehme Deckung. Verstanden. Ach. Was machen wir jetzt eigentlich hier noch? Bin bei Ihnen. Alles klar. Kann man da drüber? Ja. Okay, da geht es ja nicht weiter. Da ist sowas da. Da kann man da nicht drüber, weil es eine Barriere ist. Genau. Sieht ein bisschen aus wie. Sieht ein bisschen aus wie. Zwischenboss-mäßiger Kampf. Wenn er so weit oben steht, da hat er was Fettes. Geh mal davor vor und du gehst dahin. Ja, er hat was Fettes. Gibt er noch? Ist er das? Zieht er denn jetzt? Jetzt kommt's. Guter Schuss.
Gebe ihnen Deckung. Direkt hinter ihnen. Wir haben Besuch. Und auch noch. Da, lauf, dann lauf. Mach sie fertig. Das war's für dich. Ah, den habe ich komplett verrissen. Weißt du was, die sind immer zu wertvoll, die Patrone gerade. Eure Schlagschuss ab! Na, Birne weg! Jetzt machen wir euch fertig! Sag mal, wie seid ihr denn? Was wieder? Ich gebe Ihnen direkt hinter Ihnen. Das macht mir so. Da hätte man noch mal ein bisschen Schutz gehabt. Okay, okay, ja. Habt ihr was fallen lassen, Leute? War das Spendabel? Da leuchtet es blau. Wenn es da leuchtet blau, dann sag einmal Hallo. Nee. Ich hab mich versprochen, aber der Reim hat mich nicht gerettet. Da. Okay. Nee, das war Quatsch. Hätte aber sein können, ne? Warte mal. So, alles in Rot getaucht. Das taucht mir gerade nicht. Das macht mich müde. Leute, ich hab jetzt auch Feierabend. Ah. Leute. Bald ist Urlaub. Control. Arme. Einer wenig schön. Ich hab's. Kein Problem. Verstanden. Schlagschuss. Weißt du, was ich an Science-Fiction-Games nicht mag? Diese Sounds von den Waffen, die sind immer so süß. Die sind immer so piu, piu, piu. Und die Einschläge sind manchmal auch so piu, so synthetisch. Es gibt zu wenig Blut. Nee, also weiß nicht, ob das nur ich bin, aber bestimmt nicht. Aber diese Sounds von Science-Fiction-Sachen, die sind meistens nicht so toll. Die Umweltsteuerung müsste ganz in der Nähe sein. Wir müssen das Heilmittel einfüllen und dann die Ventilatoren reaktivieren. Gut, dass du Bescheid weißt. Gut, dass ich die dabei habe. Weil wie sieht's denn aus? Wir waren doch eigentlich mal zu dritt. Danke. So, nochmal nachlesen. Zerreiß Schilde und synthetische Feinde, also Roboter. Ja, ja. Und du hast halt den Schlagschuss. Nee, was ist der? Was macht er denn? Was meint er denn mit Schlagschuss? Ein Betäubungsschuss? Wahrscheinlich. Okay, wir haben ja eh noch nicht so viel, aber das passt schon. Nicht herkommen! Wir Maschinen abgeschaltet! Ventilatoren kaputt! Alle ersticken und tot! Gut. Dann machen Kollektoren uns stark! Jetzt reicht's mir. Kollektoren wollen Seuche! Sie arbeiten für Doktor! Maschinen anschalten, Heilmittel in Luft bringen, wir sie vorher töten. Was du dafür Einschub? Weiter am Boden. Bleiben wir einfach nicht herkommen lassen am besten. Gut. Oh. Ja, dann machen wir doch mal hier weiter mit dem hier. Oder weißt du was? Komm, jetzt haben wir den mitgenommen, jetzt nehmen wir das Ding auch. Du gehst nur nach vorne. Leute, wenn jetzt alle tot macht, dann kann ich nicht. Los geht's! Feind am Boden! Ich habe den Raum gescannt. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische. In der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Ach da. Leute, wenn ihr keinen Spaß haben wollt, dann halt.
ist also. Wobei, es kommt doch jetzt bestimmt noch eine Verteidigungswelle, oder? Wir müssen doch jetzt bestimmt warten, bis das Mittel wirkt. Und in der Zeit müssen wir alles verteidigen. Kann das sein? Stimmt. Da. Ausgezeichnet. Das Heilmittel ist platziert. Jetzt müssen wir nur noch die Ventilatoren wieder aktivieren. So sieht's aus. Na gut, aber da brauche ich auch keine krasse Waffe wahrscheinlich. Wobei, ich sehe schon, da oben läuft jemand. Was ist denn mit dem? Hat er was Großes mit? Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Noch einer. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Alles klar, ihr macht es da vorne, ne? Ihr bleibt da. Wie komme ich denn da runter? Na gut, dann kommt doch mit. Bin gleich da. Ich dachte, ich kann das eben allein. Nein. Das wird sie umwerfen. Sehr schön. Schönes Ding. Wunderbar. Die tot. Was war nach? Ja. Irgendwie mit dem Waffenwechseln, das ist noch nicht so. Das nimmt zu viel Tempo raus. Ne? Der Ventilator läuft langsam an. Wir müssen noch den anderen aktivieren. Da. Mach mal. Dann mach sie fertig. Geh mal in Deckung, bitte. Oh, die heilen sich ja auch wieder. Guter Schuss. Ja, danke. Du auch. Was soll sein Team auch ein bisschen, ne? Anfeuern. Loben. Da wird stets bemüht, sich lobend zu äußern. Komm mit? Hab dich. Du hast mich nicht. Oh! Oh! Hoppala! Ja, sag mal! Ja, 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 ist okay. Ja, okay. Okay. Aufpassen. Oh, jetzt habt ihr. Hört auf zu wackeln, Leute. Oh! Hab ich mich so blöd gerade angestellt? Oh nein, Leute. Nein! Ich habe mich richtig dumm angestellt. Tut mir leid. Jetzt aber ganz schnell. Ohne Labern, ganz schnell alles. Ganz schnell nochmal sterben. Ohne Emotionen, genau. Ohne Emotionen einfach nochmal alles platt machen. Hier schnell. Nee, das geht so nicht. Die sind gleich wieder da. Ich weiß, halt den Mund. Ausgezeichnet. Das Heilmittel ist platziert. Jetzt müssen wir nur noch die Ventilatoren wieder aktivieren. Ja, das kenne ich irgendwo her. Mein Gott. Habe ich den da gemacht? Nicht aufgepasst, ne? Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums. Komm raus. In dem sie sich gerade befinden. Komm jetzt raus. Yes, Mistvieh. Mehr hast du nicht zu bieten? So, die Munition brauchen wir auf jeden Fall noch. Gleich. Vielleicht schnell wieder was anderes. So. Unser Dings hier halt, ne? Ja, doch. Komm her. Bin bei Ihnen. Klar und deutlich. Alter Mund. Schuss ab. Nicht ein Schlagschuss? Los geht's. Gut.
Also, rein. Der Ventilator läuft langsam an. Wir müssen noch den anderen aktivieren. Wo ist eigentlich meine Gesundheitsanzeige? Wenn man das ganz blöd sagt. Sehen wir bloß das Schild. Da haben wir. Okay, pass auf. Der trifft von hier aus nicht. Jetzt machen wir euch fertig. Schon unterwegs. Verstanden. Feind greift an. Krogana im Ansturm. Zeit zu sterben. Oh ja, das hat jetzt aber geschallert, ne? Komm, hier, ich habe noch was für dich. Wenn schon da liegst. Soll ich den jetzt auch noch retten? Leute? Ihr dacht, ich war jetzt zu blöd. Hier einmal durchgucken. Ja. Ja. Beide Ventilatoren sind online. Morden wird sich freuen. Da wird er sich freuen. Wir müssen noch nicht mal selbst zurücklaufen. Schön. Alle Ziele eliminiert. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Watcher ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Ja. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Ich habe kurz mit mir gerungen, aber letztlich war ich der Ansicht, dass sie den Tod nicht verdient hatten. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Sie auch recht. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Denkt mal drüber nach, Lothar. Guter Junge, etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen, jetzt, wo die Watcher weg sind. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung eingehalten, Professor. Nun sind Sie an der Reihe. Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Oh Gott, wir haben sie. Ich dachte jetzt, gehen. Wir brechen auf. Wir sehen uns. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich rauskomme, aber wir haben ja noch so viel zu tun auf der Station. Fällt mir gerade ein. Ich dachte, wir sind jetzt hier fertig, überhaupt nicht. Mal gucken. Oh. Willkommen auf der Normandy, Professor. Naja. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen, weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Die Kollektoren haben Kolonisten aus den Außenbereichen der Terminus-Systeme entführt. Es gab keine Notsignale und keine Anzeichen eines Angriffs. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein. Verbreitet sich zu langsam. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren.
Werde dazu ein Labor brauchen. Drogen? Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Hast du was gehört? Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein, vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Sie sind nicht hier, um unsere VI zu studieren. Sie müssen herausfinden, wie die Kollektoren die Kolonisten entführt haben, damit wir gegen ihre Waffen vorgehen können. Verstanden. Proben analysieren. Angriff der Kollektoren neutralisieren. Muss ich manchmal so hinten einen draufhauen, damit er wieder in die richtige Richtung, ne? Unser Charakter sieht mittlerweile, finde ich, so aus wie irgendein NPC. Irgendein Questgeber. So ein Hau drauf, weißt du? Bin nicht mehr so zufrieden mit dem Aussehen. Edi, wir haben unglaublich viel irgendwas bekommen. Gut, Leute, wir sind zwar, ich möchte eigentlich nochmal auf. Also, wir gehen auf jeden Fall in die nächste Folge. Wieder auf der Station, ist ja klar. Da sind wir nicht fertig. Wir können ja gar nicht weg. Wir haben viel mehr Waffen jetzt bekommen. Was ist das? Achso, ein Aussichtsfenster. Muss ich mit dir schon wieder? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nee. Wir sprechen später. Commander. Also wirklich gar nicht. Kann ich hier? So auf. Bloß mal zum Reinkommen. Ich habe jetzt die Handkanone, ich habe da den Bogenprojektor. Ich habe das. Ich habe leider vergessen, wo ich meine Mods reinmache. War nämlich noch nicht freigeschaltet. Respektive habe ich es mir nicht gemerkt. Was sagst du jetzt, Mieter? Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Upgrades, hier geht's los, warte mal. Upgrades über. Ja, das ist mir schon klar. Nee. Tatsächlich, Heilung Ihrer Gesichtsnarben. Leitender medizinischer Offizier Chakwas. Ja, weiter Nachforschung zu Ihrer Gesichtsnamen angestellt. Die alte Binsenweisheit der Geist bzw. den Körper ist wahr. Negative Einstellung, aggressive Handlungsweisen lösen. Das ist das, was ich euch schon gesagt habe. Also je nachdem, wie wir unsere Tour hier durchs Spiel machen, werden wir böse oder nett. Was sind wir böse oder nett? Und je nachdem verändert sich unser Heilungsprozess. So, und hier war immer zu. Deswegen können wir jetzt hier auch mal reingucken. Edi, du lässt mich jetzt mal in Ruhe, bitte. Wie hier meine Waffen-Upgrades. Muss ich die erst davor? Betrachten. Sturmgewehrschaden. Gruppenbonus plus 10. Verbesserte Kampfgewehr, Maschinengewehre. Diese Upgrades versteckte Waffen. Effektfeld und so weiter. Oh, das müssen wir auch noch forschen. Wir haben diese Mods zwar, aber wir müssen sagen. Ja, natürlich, aber das nehme ich ja. Deswegen erforschen wir es. Erzähl mal nicht so. Mehr? Nee. Was ist denn, wenn es jetzt ausgegraut ist? Muss ich das noch irgendwie aktivieren? Nein. Panzerungsupgrades, was haben wir da? Medigel-Kapsel würden wir früher oder später brauchen. Wir haben jetzt noch nichts gebraucht, aber es passt schon. Schiffsverbesserung, das müssten wir auf jeden Fall machen. Da brauchen wir ein bisschen was mehr. Was haben wir dann? Dadurch fallen Narben sofort und vollständig. Es werden ungeachtet ihrer Aktion keine weiteren Narben davon dran. Das ist aber teuer. Bloß wegen, diesen Chiroplastik. Die Sturmpanzerung. Erhöht Munitions... Ne. Schwer. Erhöht Schild... Das kostet gar nicht viel. Nein. Wieso bin ich jetzt rausgekommen? So. Shepard kann diese Forschung wohl mehr durchführen. Nach dem Ausschuss wird Shepard eine neue Bonus... Moment. Eine einzige Bonuskraft erlernen. Dadurch rekrutieren von werden weitere. Also dann warten wir erstmal. Kollektoren, Chitinpanzerung. Neu. Uiuiui. Kreationsbonus. Sturmlauf. Gesundheit. Sturmgewehr. Schusswaffen. Ja, Sturmgewehr. Menschen unterscheiden sich aber wegen SMH. Schein in der Organe Bio. Die Munition erinnert ihm Kugeln. Sieht aus wie. Keine Ahnung. Waffen. Waffen, wir sind Soldat. Wir brauchen. Bei dem Dings haut er mich immer wieder raus. Munition. Munitionskörbe für schwere Waffen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Komm. Wir haben ja genug Credits gerade im Moment noch. Wir haben gerade im Moment noch gut Credits. Und was ist mit der Inferno-Panzerung? Was für Handlungsbonus?
Nee, das sehe ich nicht. Hier, das sehe ich noch. Okay. Da haben wir das schon mal. Aber wo können wir es denn jetzt einsetzen? Und zwar unterschiedliche Konditionen kann das sein. Aha. Okay. Ja, hallo. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Upgrades, weiß ich nicht. Passt schon. Zurück an die Arbeit. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich habe schon genug mit dir geredet. So, dann ist das, das, das. Okay, das ist cool, das ist cool. So. Mensch, Leute, wo konnte man denn die ganzen Sachen dann machen? Wo ging das? Wo könnte man denn unsere Ausrüstung oder... Die Mods muss man ja nicht einfügen. Die hat man ja freigeschaltet, indem man sie erforscht. So was nämlich. Okay, alles klar. Müssen wir jetzt noch irgendwas unten machen? Wir gehen mal nochmal in die... nee, aber nicht. Können wir später mal machen. Gehe jetzt nochmal zurück. Lesen wir hier jetzt nicht ein, dass wir jetzt schon wieder unten sind. Wir müssen jetzt wieder zurück. Nachrichten für Sie, Kommandant. Alter Mund. So. Andocken. Nee, das will ich jetzt nicht nochmal sehen. Tatsächlich kommt sie. Oh. Ja, komm, wenn du schon... Also, dann nehmen wir dich und dich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben drei. Ich hätte aber gerne mal... Warum? Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn... Oder das hier... Eigentlich will ich ja das hier haben. Warum kann ich das nicht... Warum, was steht denn da? Aha, ich muss das zwei. Okay, alles klar. Okay, dann ist es ja schon, dann ist es ja schon klar, was wir nicht gehabt haben. So, Brandmunition. Brennt sich durch Panzerung, das ist sehr gut. Genau, das ist nicht mal eine aktive Sache, die wir auch mal nutzen können. Du bist automatisch, du bist automatisch. Shepard, dich brauchen wir noch. Hier, Sturmgewehr. Hier nehmen wir natürlich jetzt das zum Ausprobieren. Und da nehmen wir das. Das war nicht verkehrt. Ich nehme nochmal die zum Vergleichen. Und die war gut. Mordrim. Ja. Und du könntest jetzt auch das nehmen. Ich nehme jetzt mal... Nee, das kann ich nicht unterscheiden. Ich will ja auch der Bessere sein. Von daher darfst du es nicht. Hey, Leute. Ausgezeichnet. Wusste, dass er es schafft. Ich habe außerdem Gespräche mit Zöldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Ja. Wir lassen jetzt da hinten das mal sein und gehen mal in den Club. Genau. Wenn sie sie erwarten würde, wären sie längst drin. Ah, das sind diese komischen Wesen. Sie haben schon 10 Leute reingelassen, seit ich hier stehe. Gleichgültig. Das waren VIPs. Das sind diese Wesen, die ihre Emotionen vorher nennen, weil sie immer normal sprechen, also immer gleich sprechen und dann sagen sie das, was sie... Gehen Sie rein. Oh, digitales Feuer. Cool. Den starren Sie so an. Den Kerl, dem ich gleich den Tag versaue. Ich will keinen Ärger. Aber ich vielleicht. Sie verschwinden besser, bevor ich Ihnen welchen mache. Schon gut, schon gut. Ich habe hier sowieso noch was zu erledigen. So nämlich, hier, ne? Gleich mal merken, fürs Wochenende, so wird's gemacht. Ja, er konnte es aber auch nicht sein lassen, ne? Er musste auch nochmal, er denkt, er ist hier der Boss und dann sind die zwei Kollegen schon weg und dann steht er alleine da. Ja. So sieht's aus. Aber wenn es ernst wird, muss man sich auch wehren können. Man muss nicht nur, ne? Muss ein paar Tricks machen. Außer auf dem Skateboard. Pöbeln da oben schon wieder. Ich höre schon wieder pöbeln. So. Was kannst du so? Schön animiert, oder? Ist weniger hakelig als in den Zwischensequenzen. Motion Capture, oder? Das
das so gar nicht hin. Ich hab zu tun. Alles klar. Ich auch. Nicht, dass du denkst, ich, Bei der Typen gibt's was zu trinken. Das Zeug ist ganz schön stark. So. So, Entschuldigung, mein Krug war davor. Da ist nichts drin. Danke. Flasche Brandy. Ja, das ist für die Ärztin. Her damit. Ich kannte mal eine Bar an der Front, so ähnlich wie hier. Eines Abends haben ich und meine Freunde dort eine Dummheit begangen. Um's kurz zu machen, die Gemüter erhitzten sich. Waffen wurden gezogen. Wir sind alle noch rausgekommen, außer meinem Kumpel Narko. Orte wie diese sind Schlachthöfe, getarnt als Nachtclubs. Ohne Scheiß. Junge, du siehst Discos viel zu ernst. Du musst da ein bisschen runterkommen. Die Leute sind hier, um zu vergessen. Und du hast einen Freund verloren. Muss man auch mal schaffen. Sie wollen reden? Reden Sie mit Arya. Ja, ist ja gut. Da ist er ja schon. Gut, wenn wir schon hier sind, dann reden wir jetzt auch mit Arya. Leute, mein Gott. Bin ich wahnsinnig? Schon lange nicht mehr gespeichert. So, mein Gott. Ach ja. Ist nah genug. Sorry, Alter. Also. Stehen Sie still. Was ist das für eine Antwort? Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Herrschen. Ich bin Omega. Stehe hinten drauf, obwohl ich würde es eher als Kuh sehen, lesen. Aber man braucht mehr. Ich nenne dich Q. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Was? Jetzt halt ein Zeugs. Leg dich nicht mit Arya an. So, ich hab's doch fast gesagt. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf Ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Also, was kann ich für Sie... Also die einen in der letzten Folge habe ich hier Heuschrecken genannt und die mit den mehreren Augen, also die hier, gerade die hier herumstehen, könnten Spinnen sein, so Springspinnen, ne? So, abgekupfert. Ist nur mein Dings, so. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde. Die Söldnergruppen hier rekrutieren jeden mit einer Waffe, um Archangel endlich zu erledigen. Könnte eine Möglichkeit sein, in seine Nähe zu kommen. Brauchen Waffen. Moment. Nein, haben Waffen. Ausgezeichnet. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Ist das sowas wie die Casting-Couch? Weil dann höre ich da nicht rein. Weiß gar nicht, was das ist. Ich will Infos über Archangel, welche Gruppe... Oh, ist mega. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Das wird schon passen. Müssen wir noch was untersuchen? Omega, Arya, gleichgültige... Eins kennen und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas.
Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Alles klar. Gut, Leute. Komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Du tanzt jetzt hier, ja? Kann ich dich eigentlich stören? Nee, dass sie dich stören. Ganz kleine Runde noch. Damit wir es abgehakt haben. Jetzt aber auch nicht da. Ich muss nochmal abspeiern. Ich will da jetzt nicht so reinplatzen. Nicht, dass ich was anfange, was ich nicht mal unterbrechen kann. So, wir haben ja hier. Warte mal. Wir haben ja eine richtige Karte. Söldneranwerber ist da, Aria ist da. So, das heißt, wir gehen da lang, weil in den Söldner will ich noch nicht rein. Das ist mein nächster Pool. Jo. Hier sind die Leute, die keine Musik mögen. Ah, das ist eine andere Area. Also so hier von der Musik her auch. So. Ach, das ist hier Gothic Style. So ein bisschen Vampires. Komm, hier hauen wir uns auch noch einen rein. Mal gucken, wie die Drinks hier sind. Wahrscheinlich ein bisschen billiger, ein bisschen stärker. Das ist meistens so. Ja. Man muss auch so ganz cool so mit dem Kopf machen und so schlaksig. Bisschen stärker. Interessante Reaktion. Effekt der Toxizität seltsam. Weitere Untersuchungen erforderlich. Ich fühle mich nicht gut. Wie viel habe ich getrunken? Ich muss rein. Mehr ist nicht nötig. Dieses rassistische Batarianerschwein. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Ich werde dem Barmann jetzt einen Schluck von seiner eigenen Medizin einflößen. Er wird nicht mit ihm rechnen, so viel steht fest. Geben Sie dem Batarianer Mistkerl, was er verdient. Wer bist du? Wer war das? Wo sind wir? Um Gottes Willen. Leute, tut mir leid, ich muss jetzt Schluss machen. Feierabend, so. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Servus.